Ja, das ist ein Duesenberg von 1929 und war damals weltweit das schnellste käuflich zu erwerbende Straßenfahrzeug. Es war der Supersportwagen überhaupt. Er läuft 220 und hat einen Bremsweg wie ein Erdöltanker. Ja, das war das Auto von Fred Duesenberg. Er hat dieses Fahrzeug selber auch im Versuch benutzt. Er hat damit technische Innovationen mit einfließen lassen. Und das Wichtigste war, er hat dieses Fahrzeug als ersten Duesenberg mit einem Kompressor ausgestattet, der ihm eben diesen extra Power gab, um so schnell fahren zu können. Der Motor hat zwei obenliegende Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder mit Querstromzylinderkopf und Supercharged, sprich mit einem Kompressor aufgeladen. Von der Technik her absoluter Stand heute.